Zeiten ändern sich. Immobilien verkaufen war mal einfach, jetzt ist es nicht mehr so einfach. Die Zinsen sind nach oben gegangen und dementsprechend ist die Nachfrage nach unten gegangen. Heute habe ich das Glück, hier mit Daniel Hasey sitzen zu dürfen, denn er ist einer von denjenigen, die es jetzt noch schaffen, zu der jetzigen Marktphase erfolgreich Immobilien zu verkaufen. Hi Daniel, schön, dass du hier bist. Hi, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Willst du dich mal vielleicht ganz kurz vorstellen, was genau machst du Gerne. und wie genau kamst du so rein in Immobiliengeschäft und wie läuft es gerade aktuell vor allem bei euch? Gerne. Ja, vielen Dank, Fabian, für die Vorstellung. Mein Name ist Daniel Hasey. Was wir machen, ist in zwei Geschäftsbereiche aufgeteilt. Einmal die Bavarian Capital Partners. Wir sind ein Multifamily Office, das heißt ein Zusammenschluss aus mehreren Family Offices. Und das zweite ist die Transaktionsberatung, Sozium Gruppe. Und wir beraten unsere Family Offices, unsere Mandanten dabei beim Ankauf und Verkauf ihrer Immobilien. Das sind primär Gewerbeimmobilien, aber auch Wohnungsgesellschaften. So, Daniel, jetzt hat sich ja das Zinsumfeld verändert und du hast durch euer Multifamily Office Einblick in verschiedene Marktbereiche, auch Tätigkeitsbereiche von den jeweiligen Leuten, mit denen ihr zusammenarbeitet. Wie nimmst du das so wahr? Was passiert da aktuell? Ja, also grundsätzlich hat sich das Marktumfeld so verändert, man kann sagen, um 180 Grad gedreht, weil früher war es ja so, ist immer noch vor ein paar Jahren, dass man als Vermittler, Transaktionsberater, Immobilienmakler einfach die komfortable Situation hatte, dass auch wenn die Kaufpreisvorstellungen der Eigentümer ein bisschen überhöht waren, man es trotzdem an Mann bekommen hat, weil die Preise ja gestiegen sind. Mittlerweile ist es einfach so, dass aus einem Verkäufermarkt ein Käufermarkt wurde, das heißt gut für Käufer. Auch nicht für alle Käufer. Man hat natürlich aktuell einfach gemerkt, dass man deutlich mehr Cash-Käufer hat. Das heißt, Käufer, die mit einem hohen Eigenkapital arbeiten können. Diejenigen, die 100% finanziert haben und es immer noch machen wollen, die haben jetzt natürlich sehr hohe Zinskosten und deswegen haben die jetzt auch nicht so die große Auswahl an Objekten. Ja, also die müssen natürlich hohe Renditen. Wegen des negativen Cashflows, der daraus resultiert. Genau, genau, Ja. richtig, richtig. Also Investoren wollen positiven Cashflow, so wie auch wir. Und dafür muss man halt mittlerweile Eigenkapital mitnehmen. Ja. Ja. Also für diejenigen, welche noch 100% finanzieren wollen heutzutage, die eine sehr, sehr gute Bonität haben, für die habe ich mal das Stichwort Disagio, das ich gerne in den Raum werfen würde. Da kann man auch es schaffen, dann mit einer sozusagen sogenannten Disagio-Finanzierung die monatlichen Zinskosten zu reduzieren. Das geht auf jeden Fall, wenn man eine sehr gute Bonität hat. Und die anderen, die Cash-Käufer, bei denen, das sind dann halt irgendwelche Family Offices oder Privatinvestoren mit einem Genau. gewissen Anlagedruck, die sich zum Beispiel zum Ziel gesetzt haben, jedes Jahr 5 Millionen, 50, 100 Millionen Euro in Immobilien, Genau, genau. unabhängig der Marktsituation, rein zu investieren. Genau, also bei der, also unsere Family Offices investieren meistens Eigenkapital stark. Das heißt, uns betrifft es nicht so stark, aber man hat schon gemerkt, dass aktuell mehr Angebote auf dem Markt sind. Es wird viel mehr angeboten. Und das andere natürlich auch, dass die Käufer viel mehr verhandeln wollen. Ja, klar, also der Spielraum ist ja natürlich da. Ja. So, ja, wir wollen heute ja primär auch über die Plattform 7 Plus Club sprechen, wie du als erfolgreicher User die Plattform anwendest, weil du hast es geschafft, die Ankaufsprofile, welche wir dir zur Verfügung stellen, zu konvertieren in Notartermine. Und der Markt hat ja mittlerweile gedreht, wie eben besprochen. Es ist kein Verteilermarkt mehr, sondern du musst proaktiv verkaufen. Und ich würde es mal behaupten, ich habe so die Brille auf und sehe, wie die Leute damit arbeiten. Und du bist einer derjenigen, der halt richtig, richtig gut verkaufen kann. Deswegen mal meine Frage an dich: Was ist so der erste Schritt, wenn du so ein neues Objekt reinbekommst, den du gehst, um das Objekt erfolgreich verkaufen zu können? Genau, so 7 Plus Club, kurz zur Vorgehensweise, man reicht ja einen Teaser ein mit den Kennzahlen des Objekts. Das heißt, man gibt jetzt nicht das Objektpreis oder sowas mit der Adresse, sondern also in der Regel, sondern man schaut, dass man einfach so genau wie möglich das Objekt beschreibt, ohne es aber sozusagen durch den Markt zu verbrennen. Also es geht jetzt nicht an 1000 Leute raus, sondern man hat davor schon seine Leute, seine Kandidaten. Man kann sie auch blacklisten. Das heißt, wenn man schon mit Leuten schlechte Erfahrungen gemacht hat, theoretisch könnte man das machen. Oder wenn man selbst sogar drin ist, man nicht die E-Mail selbst bekommt. Oder der Eigentümer. Oder der Eigentümer, natürlich. Ja. Oder der Eigentümer. Es wäre natürlich blöd, wenn der das sieht. Genau. Und dann hat man den Objektteaser. Der wird ja bei euch eingereicht. Dann schaut ihr drüber, ob das alles so passt, ob es nicht schon mal irgendwie anders angeboten wurde vielleicht. Denn bei uns kommt es nicht vor, weil wir meistens unsere eigenen Objekte verkaufen oder halt von unseren Mandanten. Genau, und dann ist es alles sehr seriös. Also die Teaser gehen raus. Und ich glaube, das
was jetzt meine Vorgehensweise von der Vorgehensweise von anderen Vermittlern unterscheidet oder Transaktionsberatern, ist, dass, glaube ich, viele einfach einen Teaser rausschicken und dann darauf warten, dass eine E-Mail zurückkommt, ja, ich kaufe. Ja, ja. Aber das ist halt früher so gewesen wahrscheinlich, also Immobilien-Scout irgendwas reingestellt oder wie auch immer. Ja, ja. Und dann kam einfach, ja, ich kaufe zurück von 10 Leuten. Mittlerweile ist halt einfach so, dass man da schon auch hinterher telefonieren muss. Das heißt, für mich ist es selbstverständlich, aber ich denke mir, es gibt viele Leute, die das nicht machen. Und das ist, glaube ich, auch das Erfolgsrezept, dass man auch nicht nur einmal anruft. Natürlich, wenn die Person absagt, dann ruft man nicht nochmal an, ob er es nicht doch kaufen will. Sondern einfach solange man sich da kein positives oder negatives Feedback eingeholt hat, dass man da dranbleibt. Und tatsächlich hat sich auch bei einem Objekt bei mir ausgezahlt. Da wusste ich relativ genau, auch schon vom Ankaufsprofil her, dass diese Person das kaufen wird. Mhm. Und so war es dann auch, aber tatsächlich war es nicht der Erstkontakt, auch nicht der Zweitkontakt, sondern das dritte Mal, wo mich die Person dann zurückgerufen hat, dass sie gesagt hat, ja, es passt wie die Faust aufs Auge. Und dann muss man einfach in der heutigen Zeit als Transaktionsberater, der verkaufen will, dranbleiben. Okay, und jetzt nochmal ganz zurückgespult bei der Selektion. Gibt es da schon irgendwelche Sachen, die du beachtet hast, dass du jetzt einfach ganz normal eingegeben, zum Beispiel Mehrfamilienhaus, X Volumen, Euro, Kaufpreis, Volumen, ja. Standort und so weiter. Hast du da irgendwie selektiert nach einer speziellen Zielgruppe auch Investoren, ja. die privat sind, Projektentwickler, oder hast du da einfach nur mal das Objekt in den Raum geworfen? Also grundsätzlich selektiere ich schon so stark vor, wie ich kann, aber auch nicht zu stark. Also ich sage jetzt nicht, ich möchte es nur an Family Offices anbieten, weil vielleicht kaufst du dann einen Projektentwickler, weil er was ganz anderes dann vorhat. Ist ja eigentlich egal, und den Verkäufer in der Regel auch. Ne? Genau. Was man machen kann, ist, man kann rausfiltern den Paragraph 34c, das heißt, wenn eine GmbH das irgendwo stehen hat oder die Person als Vermittler bekannt ist, als hauptberuflicher Vermittler, dann kann man die Person halt rauslassen, wenn man sagt, okay, ich möchte nicht, dass diese Person davon erfährt. Ja. Das mache ich zum Beispiel tatsächlich, weil ich damit einfach keine guten Erfahrungen gemacht habe in letzter Zeit. Und ansonsten, wir möchten halt, dass Family Offices das bekommen, dass Vermögensverwalter das bekommen, dass Leute das bekommen, die halt wirklich auch selbst mit Geld arbeiten und es selbst kaufen, die es nicht weiterschicken. Ja. Das ist schon mal wichtig, dass man das kann mit 7plus. Das andere ist, was ich das stärkste Feature finde, früher hat man ja immer Ankaufsprofile gehabt, man hat sich den Namen rauskopiert, einen neuen Tab aufgemacht mit der Tastenkombination und dann North Data hinterher geschrieben, um sich dann die Bonität anzuschauen. Man konnte dann auch nur begrenzt schauen, man braucht eine Mitgliedschaft und so weiter. Jetzt über 7plus ist es so, ihr habt das ja eingebaut, dass man im Endeffekt automatisch die kompletten Organigramme sieht von den GmbHs, die dazugehören. Wer ist da verwickelt, wer ist dahinter? Wie sind die Wirtschaftsinformationen? Das ist auch sehr, sehr wichtig, weil es gibt sehr, sehr viele Player am Markt, das ist halt die Immobilienbranche einfach, die sich gerne als sehr große Investoren darstellen, aber am Ende natürlich dann das irgendwie ins Ausland weiterschicken oder sowas. Ja, also rein vom Klischee her. Und da hat man einfach den Vorteil, dass man halt dann wirklich nur an die Leute gehen kann, die eine Bonität haben, wo man sieht, okay, die Bilanzen, da steht eine 7-stellige, 8-stellige Summe, das heißt, die können das stemmen. Genau. Das war uns an der Stelle wichtig, dass du als Anbieter die Wahl hast, wie du mit den Leuten umgehst. Weil manche anderen Anbieter haben möglicherweise kein Problem, an den Makler zu verkaufen, weil es gibt auch Makler, die ich auch persönlich kenne, die im größeren Stil auch investieren. Wenn du es nicht möchtest, kannst du es rausschmeißen. Ja. Andere möchten es gerne trotzdem an die verkaufen, die können das dementsprechend machen. Und bei North Data, genau, da haben wir eine Kooperation mit denen eingefädelt, sodass alle Anbieter-User Full Access haben. Das heißt, wenn du nur auf die Webseite gehst, ohne einloggen, siehst du viel weniger als bei uns auf der Plattform. Absolut. Das ist richtig gut mittlerweile, genau. Das ist auch so einbinden haben uns lassen, genau. Nee, ist ein super Feature. Also wie gesagt, man muss gar nicht mehr in neue Tabs gehen. Man erspart sich einen Haufen Zeit mit eurem Tool. Also man kann da einfach auf die Interessenten gehen. Man hat ja dann seine Shortlist dann. Und da kann man reingehen und gucken, okay, wie ist denn der? Und dann kann man sie drin lassen oder halt eben rausnehmen. Ja. Wie wichtig würdest du jetzt so ein Networking-Szene mit den jeweiligen Investoren. Also würdest du sagen, so hey, das macht Sinn, die mal ins Büro einzuladen oder mal vorbeizufahren bei denen, so bevor man einen Besichtigungstermin macht und die Kontaktpflege so anregt. Macht das Sinn oder? Also grundsätzlich... Time-safen. Also grundsätzlich treffen wir unsere Käufer und Interessenten bei der Besichtigung, weil man halt direkt einfach ein Thema hat, über das man sprechen kann. Mhm. Also man kann sich dann kennenlernen. Natürlich laden wir auch jeden gerne bei uns ins Büro ein, in Holzkirchen bei München. Aber grundsätzlich, der Punkt Netzwerk ist schon auch wichtig, weil tatsächlich haben wir auch viele gute Leute kennengelernt über 7plus.
auf die man so nicht kommt eigentlich. Ja? Mhm. Also es sind ja auch verifizierte Investoren mit dabei, wo man genau weiß, okay, der hat in irgendeiner Art und Weise schon mal was gemacht. Mhm. Das heißt, Track Record ist schon irgendwo bestätigt. Ja. Das heißt, es sind nicht irgendwelche Leute, die dir was erzählen wollen, sondern es sind schon Leute, die auch in der Immobilienbranche Hand und Fuß haben. Und das ist halt wichtig, genau. Ja, okay. Ja, was wir auch mittlerweile jetzt noch angezapft haben oder gerade am Anzapfen sind so gerade Spielerberater von Fußballprofis, die quasi privat sehr hohe Einkommen haben, die grundsätzlich hier eher mal in München in den Clubs ihre Budgets verfeuern, anstatt mal sinnvoll anzulegen. Ja. Also es ist nicht immer für jeden blöd, sag ich mal, ein fertig saniertes Mehrfamilienhaus zu kaufen. Für so jemanden, der seinen Geschäftsbereich und sein Einkommen woanders liegen hat und den Mehrwert richtig versteht von einem komplett sanierten Mehrfamilienhaus in der Max-Vorstadt mit einer relativ schlechten Rendite, ist durchaus trotzdem schlauer für solche Leute, sowas zu kaufen. Klar. Und die sind mittlerweile auch bei uns vertreten, auch namhafte Investoren, super. Genau, Fußballer auch, genau. Cool. Wo man da dementsprechend drauf zugreifen kann. Ja, ich meine, du bringst ja auch persönliche Kontakte von dir oder von euch, von eurem Team mit rein in das Ganze. Ja. Und das ist halt das Wertvolle des Ganzen. Also im Endeffekt, es gibt ja ganz viele Messen oder Netzwerkveranstaltungen oder so Clubs, wo man sich für mehrere tausend Euro einkaufen kann. Aber hier beim 7 Plus Club ist ja im Endeffekt schon dabei bei der Mitgliedschaft. Ja, genau. Und proaktiv tun wir natürlich auch immer jetzt noch die Shortlists rüberschicken. Also wenn du ein Objekt-Teaser verschickst, kriegst du noch eine Shortlist mit einer Excel-Tabelle zwischen 5 und 10 Leuten, wo du dann dementsprechend proaktiv mal telefonisch angehen kannst. Wenn du einen Teaser verschickst, hast dann zum Beispiel 80 Leute und es klicken 10, 15 auf Interesse. Mhm. Rufst du dann alle an oder nur die Interessenten? Tatsächlich alle. Ja, also das ist ganz wichtig, weil die Person, die jetzt, über die ich vorhin gesprochen hatte auch, die hat nicht auf Interesse geklickt. Okay. Also man muss sich schon mit den Interessenten, an die man es rausschickt, befassen. Es geht nicht einfach so, ich weiß gar nicht, also man darf da einfach nicht faul sein. Ja, man muss proaktiv, schon das richtige Wort, proaktiv einfach an die Sache rangehen. Man muss wirklich sich die Leute anschauen und man muss verstehen, wer an wen es rausgeht und diese Personen dann auch anrufen, mit denen Kontakt aufnehmen. Weil, auch wenn die es jetzt vielleicht nicht kaufen, man hat dann einen Ansprechpartner dort. Also das heißt, man kann mit der Person immer noch dann vielleicht, letztens habe ich jemanden für ein Objekt in der Nähe von München kontaktiert tatsächlich, der hat dann zu mir gemeint, das in München ist jetzt doch nicht so interessant, weil irgendwie zu Core-mäßig, also für die zu geringe Rendite. Mhm. Aber die kommen aus Duisburg und wir haben was in der Duisburger Innenstadt. Das heißt, vielleicht kaufen die jetzt das Objekt. Also das ist immer die Frage natürlich des Kontakts, ja. Ja, okay. Ja, sehr gut. Auf jeden Fall, danke für deine Einblicke hier in dein Vorgehen und dein Userverhalten bei der Plattform 7 Plus Club. Und für alle Zuschauer, mir ist halt extrem wichtig, aus Plattformsicht jetzt, dass die Nutzung der Plattform richtig aktiv gemacht wird. Also nicht einfach hier mal mit dem Finger schnippen und auf besseres Wetter warten, weil es regnet gerade draußen, sondern wirklich proaktiv verkaufen, bis man von jedem Investor ein Ja oder ein Nein bekommen hat. Und auch wie der Daniel eben beschrieben hat, der Münchner Investor hat Interesse an einem Objekt in einer anderen Stadt, da einfach dranbleiben und das Netzwerk aufbauen und den Erstkontakt nutzen, den wir euch zur Verfügung stellen können durch die Plattform, um halt langfristige Geschäfte zu machen und auch eben den Clubgedanken gerade damit zu stärken, dass man dann sozusagen sein Netzwerk innerhalb der Plattform erweitert und aufbaut und auch neue Leute kennenlernt, die durchaus sehr große Vermögen und Cashflows haben aus branchenfremden Quellen und grundsätzliches Interesse haben, in Immobilien zu investieren. Die Finanzierbarkeit ist da, die muss man nur an der Hand nehmen, denen alles erklären und zeigen und auch ein bisschen besser betreuen wie vielleicht vor 4, 5 Jahren, weil da war es ja, wie gesagt, schon ein Verteilermarkt. Jetzt ist es nicht mehr so. Da muss man dann proaktiv dabei sein, mit denen mal essen gehen, das Ganze erklären und dann läuft das Ganze auch. Daniel, danke für deine Zeit. Gerne. Dir weiterhin viel Erfolg und ich freue mich, von dir zu hören. Danke dir.